für eine Chance wir haben? Was ist denn die Alternative? Fliehen, verstecken, um Gnade flehen, die Truppen in alle Winde verstreuen? Wenn ihr das Feld einem Feind überlasst, der so böse und mächtig ist, dann verdammt ihr die Galaxis zu ewiger Unterwerfung. Die Zeit zu kämpfen ist gekommen! Klingt wie eine knackige Kabinenansprache im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Es sieht ja auch wahrlich nicht gut für die Rebellen aus. Das böse Imperium knipst einen Planeten nach dem anderen aus. Es hat einen Lauf. Als die Rebellen zu verzagen drohen, wechselt Jin sich selbst ein. Bislang saß sie nicht mal auf der Ersatzbank, denn Jin ist nicht gerade der Liebling der Trainerin. Auf dich allein gestellt, seitdem du 15 warst. Rücksichtslos, aggressiv und undiszipliniert. Das ist doch eine Rebellion, oder? Jin wird nie den Fairplay-Pokal gewinnen. Sie ist spezialisiert auf schnelle Konter und schmutzige Siege. Anfangs muss sie noch kleinliche Bedenken ängstlicher Männer und quengelnder Roboter zerstreuen, denen Frau wirklich alles erklären muss. Warum kriegt sie einen Blaster und ich nicht? Was? Weil ich weiß, wie man damit umgeht. Genau das macht mir Angst. Gib ihn mir. Wir fliegen nach Jeddah. Das ist Kriegsgebiet. Rogue One ist eine weitere Episode im ewigen Kampf der Guten gegen die bösen Sternenkrieger. Voller Freiheits- und Heldenpathos, angereichert mit kleinen Scherzen, nicht weniger, aber auch nicht mehr. Effektgeladenes Überwältigungskino und dennoch ein Schwarz-Weiß-Film. Dagegen zu rebellieren und mehr zu fordern, ist im Hollywood-Reich wohl aussichtslos. Die Macht, mit der wir es hier zu tun haben, ist unermesslich. Stärker als andere Star Wars-Folgen gleicht Rogue One einem Kriegsfilm, allerdings einem mit merkwürdigen Waffen und noch merkwürdigeren Figuren. Rogue One spielt kurz vor dem allerersten Star Wars-Film von 1977. Deshalb hat hier auch ein Erzschurke kurze Auftritte, dem das Atmen schwerfällt. Darth Vader. In der legendären Lichtschwerterschlacht mit Luke Skywalker plauderte er einst ein Familiengeheimnis aus. Ich bin dein Vater. Auf dem Star Wars Zeitstrahl wird das erst viele Jahre nach Rogue One geschehen, obwohl wir es im Kino bereits 1980 gesehen haben. Man muss schon mehrere Semester Star Warsologie studiert haben, um sich in der komplizierten Chronologie der Reihe zurechtzufinden. Der berühmte Vater-Sohn-Konflikt wird in Rogue One von einer Vater-Tochter-Geschichte gespiegelt. Jin, hast du das verstanden? Ich verstehe. Wann hattest du das letzte Mal Kontakt zu deinem Vater? Was soll das? Wie es scheint, ist er maßgeblich an der Entwicklung einer Superwaffe beteiligt. Gegen diese Waffe des Imperiums wirkt die Atombombe wie ein Knallfrosch. Jin und ihre Mitstreiter wollen sie zerstören. Hat sich der Vater wirklich an die dunkle Seite der Macht verkauft? Ein Verdacht, der die Tochter bedrückt. Wie schön wäre es gewesen, hätte Jin eine Selbsthilfegruppe mit Luke Skywalker gründen können. Eine für traumatisierte, intergalaktische Verräterkinder. Möge die Macht mit uns sein.